Glück auf, herzlich willkommen zum Legenden-Talk, der erste. Nach der Unterbrechung, da war irgendwas, glaube ich, im November, Dezember, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Skispringen. Was wir genau wissen und wo wir uns genau daran erinnern können, ist, wer von den Legenden immer bei uns ist. Rüdiger Abramczyk und Klaus Fischer. Schön, dass ihr jetzt auch wieder mit dabei seid. Und ja, das müssen wir natürlich fragen. Abi, wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht um deine Gesundheit. Wie sieht's aus? Nein, das ist eine Nasen-OP und das kriegen wir schon alle wieder hin. Okay, alles klar. Also, von so ein bisschen lässt du dich auch nicht aufhalten, ne? In der messerscharfen Analyse. Ja, 0-0 gegen Köln, zum Leben zu viel? Ja, ist... Ein 0-0 ist zu wenig in dieser Situation, wie wir sind. Und, aber man hatte die Möglichkeit auch in den drei Spielen, jetzt wie zum Beispiel in Frankfurt, ja, erstes Spiel, ja, das musst du gewinnen. Da verlierst du 3-0, eine richtige Klatsche mit 3-0 und hast ihm so viele Chancen gehabt, aber du hast auch in der Innenverteidigung dann in den Zweikämpfen versagt, auf Deutsch gesagt, da hat der Gegner sich durchgesetzt und ich habe es ja immer gesagt und das werde ich ja immer sagen und das stimmt auch. Wenn du die Zweikämpfe nicht gewinnst, egal hinten, Mitte, vorne, da gewinnst du kein Spiel. Und so war das, da, war das auch, obwohl wir die bessere Mannschaft waren. Ist eigentlich schade, dass man 3 Punkte liegen lässt. Ja, 3 Punkte dazu. Ja, dann wärst du 13, dann wärst du ziemlich nah dran. Aber es ist nicht der Fall. Und dann hast du gegen Leipzig auch eine Klatsche gekriegt. Warum? Weil wir nicht in die Zweikämpfe kommen, weil wir zu weit weg sind von den Leuten, weil wir das Spiel nicht lesen können. Also mir hat mein Trainer gesagt, ihr müsst das Spiel lesen können. Eine Situation, die sie ergeben, da musst du schneller reagieren, dass der Gegner keine Zeit hat, Ball anzunehmen, wieder zu spielen. Und dann läufst du wieder hin, bist wieder zu spät. Du bist praktisch immer zu spät. Und dann gewinnst du. Dann kriegt der Gegner, die haben eine Klasse. Ist ja nicht so, dass das schlechte Mannschaften sind. Dann kriegst du Tore, dann verlierst du die Spiele. Ja, der Klaus ist on fire. Ne? Also hat in der Winterpause nichts verloren an seinem Engagement für den S04. Abi, wie siehst du die Situation nach diesen ersten 3 Spielen? Ja, also in Frankfurt war die erste Halbzeit meiner Ansicht nach ganz gut gewesen. Ich weiß aber auch nicht, wenn ich ehrlich bin, haben die Frankfurter meiner Meinung nach eine schlechte Einstellung gehabt. Die haben also meiner Ansicht nach Schalke da nicht so richtig ernst genommen, habe ich den Eindruck gehabt. Die haben auch nicht so einen Druck gemacht, wie sie sonst gespielt haben. Die haben Schalke spielen lassen und dann haben sie probiert auf einmal und dann ging es auf einmal nicht. Und dann haben unsere Jungs eine Halbzeit wirklich gut gespielt, das muss man wirklich sagen, haben aber in der ersten Halbzeit leider vergessen, Tore zu schießen. Vielleicht wäre es anders gelaufen, wenn wir mal in Führung gegangen wären und die hätten dann auch vielleicht auch ein bisschen offen machen müssen noch, die Frankfurter, dass wir da vielleicht noch mal eins gemacht hätten. Aber es ist einfach, da reden wir jetzt schon lange drüber, du musst Spiele gewinnen und wenn du keine Spiele gewinnst, dann wirst du absteigen, sicherlich. Aber hier gegen Leipzig hat man natürlich gesehen, da haben wir 0 Chance gehabt. Aber da lief aber auch meiner Ansicht nach zu viel durcheinander. Der linke Verteidiger läuft zu weit in der Mitte rein und dann ist die ganze Seite rechts frei. Also das, wie der Klaus schon gerade sagte, man muss ein Spiel lesen können. Aber auch ein bisschen muss der Reis das sehen. Tut mir leid. Also ich stehe da und als Trainer und sehe doch, dass ein Verteidiger zu weit nach innen reinläuft und die ganze Seite frei macht. Da muss ich doch auch mal sagen, hör mal, geh wieder dahin, wo du hingehörst, ja? Aber wenn da keiner was sagt, dann macht er den Fehler, einen Querpass und der läuft auf alleine aufs Tor und das ist 2-0 und dann bist du schon tot. Aber du hast ja gesehen, auch gegen Leipzig, wir waren ja viel zu weit von den Leuten weg. Und wenn diese Spieler die Bälle annehmen können, kannst du schauen und der andere bewegt sich von denen und kann wieder angespielt werden und dann laufe ich wieder erst hin, ja, dann kommst du nicht am Ball und ruckzuck sind die vorm Tor und dann greifst du einen mit 2 Mann und der andere ist frei. Ja, Entschuldigung, aber so ein Verhalten, das geht nicht.
Also wir haben das Pressing in Frankfurt die erste Halbzeit sehr gut gespielt, fand ich. Da sind sie schön draufgegangen und. Das habe ich hier gegen Leipzig nicht gesehen. Also das war überhaupt nicht. Da sind sie, wie der Klaus schon gerade sagte, zu weit vom Gegner weg gewesen. Und da sind ja noch ein paar richtig gute Fußballer dabei. Also denen darfst du keine 30 Zentimeter Platz geben, dann gehen die los. Ja, also musst du da Mann gegen Mann kämpfen. Was mich imponiert hat, dass die Kölner in Bayern gemacht haben. Ja, die haben lange, auch wenn sie vielleicht mit dem Glück ein Tor gemacht haben, aber die haben gestanden. Da ist jeder für jeden gerannt. Und die sind wirklich, ich habe mir das Spiel angeguckt, ich habe gesagt, normalerweise kann Bayern das Spiel nie gewinnen. Die haben wohl Chancen gehabt, aber auch nicht solche Riesenchancen, wo du sagst, naja gut, da muss rein, der muss rein. Aber da haben die haben gut gestanden, die ja. Kölner, das muss man ja, wirklich sagen. Genau, die haben hinten gut gestanden, haben es sehr eng gemacht für die Bayern in der Hälfte der Kölner und da waren die drauf. Und dann ist es immer schwer. Aber wenn du zu weit weg bist, da hat jede Mannschaft, kann da spielen. Und das darf nicht sein. Und ob du das weiter vorne machst oder weiter hinten, spielt überhaupt keine Rolle. Nur du darfst die Räume nicht zu groß werden lassen, dann kann der Gegner leicht spielen und kann sich auch Chancen herausarbeiten. Und deswegen... Und dann natürlich auch die Zweikämpfe in der Innenverteidigung. Der war gestern gegen 1. FC Köln besser. Natürlich ist 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, das schon ein bisschen was anderes und Leipzig. Aber trotzdem, ja, das musst du tun. Und dann hat der Gegner auch keine weniger Torchancen. Ich habe gestern keine große Chance von 1. FC Köln gesehen. Na, die haben keinen Ball aufs Tor gebracht. Ja, genau. Wir hatten, ich glaube, 17-6 ja. Schüsse. Von uns gingen auch nur zwei aufs Tor, die waren allerdings wesentlich aber gefährlicher. Aber eigentlich war das so ein typisches 0-0-Spiel gewesen. Keiner wollte verlieren, habe ich so den Eindruck gehabt. Keiner hat so richtig geöffnet alles, weißt du, die standen schon alle kompakt hinten. Die Kölner eigentlich auch und unsere ja, muss ich sagen, also auch. Nur ist natürlich zu wenig, wenn du zu Hause gegen Köln nicht gewinnst. Wen willst du dann schlagen? Also das ist die Frage. Also das sind ja die Gegner, wo wir die ganze Zeit drauf geschielt haben, zu sagen, da holen wir uns die Punkte. Und wenn du hier einen Punkt ab oder zwei abgibst gegen Köln, dann wird es eng. Vor allen Dingen, weil du jetzt auch wieder noch ein Riesenprogramm mit den letzten, also die nächsten drei Spiele hast. Und da frage ich mich nur, wo sollen wir denn da was holen? In Gladbach gegen Wolfsburg und dann bei Union Berlin, ne, alles klar. Aber ist Fußball, jedes Mal wieder 0-0 und ne, es gibt immer mal wieder Überraschungen. Und wir gucken jetzt mal vielleicht auf das neue Personal, denn das ist ja die Geschichte, wo man sagt, okay, es gibt Rückkehrer wie Salazar und Kral, wo man gesehen hat, glaube ich, dass die in den Minuten, die sie gespielt haben gegen Köln, das spielerische Niveau schon gleich nach oben gezogen haben. Ne? Was meinst du, Salazar, dein Lieblingsspieler? Ja, ich meine, also, ihr wisst ja, dass ich stehe auf den und ich weiß auch nicht warum und weshalb nicht gesagt wird, dass der wieder da ist und. Ich finde, der wird immer so ein bisschen unterdrückt, der Junge. Das ist der Einzige, der richtig kicken kann. Wenn der reinkommt, der hat einen guten Zug zum Tor und der probiert immer was. Man sieht ja, der hat einmal schlecht geköpft. Weiß nicht, ja, gut, wenn nicht du denn da gestanden hättest, hättest du ihn wahrscheinlich reingemacht, Klaus. Dann hat er aber wieder geschossen. Er ist der Einzige, der Bewegung ins Spiel reinbringt. Einmal einen geilen Pass in die Verteidigung, zwischen den beiden Verteidigern durch. Ja, das kann kein anderer. Und deswegen finde ich, muss der von Anfang an spielen. Der muss sofort spielen. Mir ist das doch egal, ob der jetzt, der hat doch die Vorbereitung mitgemacht. Ja, wann wollen wir den denn spielen lassen? Ja, auch nur in Teilen. Ne? Da ist er ja noch verletzt gewesen am Anfang und so. Der hat jetzt nur in den letzten Wochen das erste Mal mit der Mannschaft trainiert. Aber du kannst ihn doch erbringen und vielleicht wieder rausnehmen. Aber du musst doch mal in Führung gehen. Wir bringen immer die Spieler dann, wenn es brennt. Ja? Und trotzdem, wenn der reingekommen ist, hat der super gespielt wieder. Also der fehlt an allen Ecken und Kanten, der Junge. Na, ich sag, die Entscheidung gestern war schon richtig. Dass, nachdem er lange nicht mittrainiert, lange nicht gespielt hat, aber jetzt geht es nicht mehr anders, jetzt von Anfang an. Und auch der Kral, der hat mir immer gut gefallen. Ja. Die sind zwei Spieler, die können was reißen. Und ich glaube auch, dass der Salazar auch einen Terode besser in Szene setzen kann. Und deswegen ist die Hoffnung da, dass die beiden Spieler auf gar keinen Fall verletzen. Und was mir auch gut gefallen hat, der neue Innenverteidiger
hat für mich einen souveränen, ruhigen Eindruck hinterlassen. Moritz Jens von Celtic Jens, ausgeliehen. Ja. Absolut. Das war leider von Lorient. Ja, aber, der ist vor, ne? Ja, ist wurscht. Der ist groß, der ist kopfballstark, der ist ruhig am Ball, das ist ganz wichtig. Und das ist die Hoffnung, die man immer noch hat, weil es sind ja immer noch 16 Spiele. Eben. Aber wie Abi schon gesagt hat, du musst, wenn du gut spielst, dann musst du auch die Spiele gewinnen. Weil wenn du schlecht spielst, verlierst du sowieso. Und deswegen hat mir persönlich das Spiel in Frankfurt am meisten wehgetan, weil dann gibt es noch einen Auftritt für die Mannschaft. Wenn ich in Frankfurt Champions League Teilnehmer und so weiter gewinne und gut spiele, und dann belohnst du dich selber nicht. Das ist dann ganz hart, muss ich ehrlich sagen. Ja, das hat wehgetan. Jens haben wir schon angesprochen, ja. Skarke und Kosuki, vielleicht du mal als Flügelstürmer alter Prägung, wie gefallen dir die beiden? Ja, unser kleiner Junge, den sie jetzt aus der fünften Liga geholt haben, den finde ich eigentlich richtig klasse. Der ist frech, der schert sich um alles, ob da nun 50.000 im Stadion sind oder nicht. Der ist klasse, und was ich auch gesehen habe nach dem Salazar-Pass, ist das also auch einer, der ein bisschen Auge hat und hat das auch gesehen, dass er da hinspielen will. Also ist für mich ein großes Talent, also da müssen wir aufpassen, dass wir den nicht schon wieder weg abgeben, so schnell wie möglich, sondern solche Leute müssen wir auch halten. Starke, muss ich sagen, eine Situation hat mich total enttäuscht, als er alleine aufs Tor zugelaufen ist. Und er wurde noch eingeholt. Er wurde hier als schnellster, mit einer der schnellsten Leute in der Bundesliga genannt. Da war ich so ein bisschen enttäuscht. Oder entweder hatte der Hemmungen gehabt, aufs Tor zu laufen. Du meinst den Konter gleich in der sechsten Minute, wo genau. Bülter ihm den Ball rausspielt und er den wieder zurück zum Bülter spiegeln muss direkt. Ne? Ja, aber dann nimmt er ihn falsch an. Ja. Falscher erster Kontakt und dadurch ist der andere vor ihm. Ja, ne? Da war so ein bisschen, habe ich gedacht, naja. Aber das sind zwei Jungs, die uns aber auch weiterbringen. Jetzt mit Salazar noch dazu, mit Kral dazu. Ich sehe Kral sowieso eher in der Viererkette hinten, weil ich immer gesagt habe. Es kann nicht sein, dass wir, einen Latzer in die Mitte reinholen und der muss das Spiel machen. Was passiert denn, wenn ein Trainer das sieht und sagt, geh zum Latzer hin, der Stürmer? Ja. Kann er auch kein Spiel machen. Dann steht er da hinten drin und dann haben wir das Gleiche in Grün. Ne? Ich muss auch sagen, von Starke war ich auch in dieser Situation auch enttäuscht, weil sie ihm geschrieben haben oder gesagt haben, ein schneller Spieler läuft den Weg. Und der hat abgebrochen, weil er nicht schnell genug war. Und hat er bis dann später auch noch nicht gezeigt. Wir hoffen das. Aber ich bin da immer ein bisschen vorsichtig. Wenn einer bei Union Berlin spielt und in der Vorrunde hat er nur 39 Minuten gespielt. Warum? Die Frage muss ich stellen. Warum? Und der konnte man auch nicht beobachten. Woher denn? Ja, man kennt ihn von Darmstadt, ne? Wo er jahrelang Stammspieler war, und bei Union ist eben Gerardo Becker vor ihm, und der ist einer der besten Flügelstürmer, die man außerhalb von Leverkusen so sieht. Ne? Die haben da ja gleich vier von. Ich hoffe natürlich, gar keine Frage, weil der kleine Japaner, der will sich weiterentwickeln und dann mit der Rode vorne, dass genügend Bälle reinkommen für ihn, weil und wir dürfen nur eins nicht machen, was erst auf der Köln gemacht hat und auf VfB Stuttgart, sich zurückziehen, dann brauchst du Terode nicht. Das sage ich immer wieder, weil das ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist der Strafraum. Und da müssen wir hin. Und da müssen wir schauen, dass wir mal vernünftig Bälle bringen. Nicht immer in 1 Meter Höhe, die Flanken 1 Meter Höhe. Das kann ich trainieren. Ja? Und dann ist auch, dann können wir das auch vielleicht schaffen, das eine oder andere Tor zu machen und dann mal Spiele zu gewinnen. Weil ohne, wenn du keine Spiele gewinnst, hat der Abi vorhin schon gesagt, dann hast du keine Chance, da in der ersten Liga zu bestehen.
Ja, ich hätte bei Skarke und bei Uronen auch, der, ne, die wir beide da die linke Seite bearbeitet haben und beide neu sind, das Gefühl, die sind schon fast schon übermotiviert. Ne, die wollten unbedingt und haben dann in dem Bemühen, besonders schnell zu machen, öfter mal den ersten Kontakt verdaddelt und dann ist es natürlich schwer, dann ist der Gegner sofort da und dann musst du dich nur noch um den Zweikampf kümmern und kannst nicht mehr die Spielfortsetzung machen. Ne? Ja, wird sich ja zeigen in den nächsten Spielen. Ja? Ja. Wenn sie länger da sind, die Spieler kennen, ja. Wenn alles um den Verein rum kennenlernen. Aber Klaus, wir haben nicht mehr die Zeit. Nein, die müssen alle funktionieren. Weg, ja. Die müssen jetzt funktionieren. In 5. oder 6. Spiel brauchen sie nicht mehr funktionieren. Dann ist es eh vorbei. Außer wenn die anderen Mannschaften so blöde sind und auch alle verlieren. Also das ist die einzige Hoffnung für mich, dass Bochum ja, und auch Hertha nicht in einer Form reinkommt, dass sie uns weglaufen. Weil die pruddeln ja auch so hin und her. Also Hertha sowieso, die haben jetzt Theater, die haben den Bobic rausgeschmissen. Jetzt werden sie irgendwann mal den Trainer rausschmeißen und dann werden sie entweder überlegen, ob sie den Magath wiederholen. Ja, und wenn der kommt, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, da bin ich voll überzeugt, dann geht es wieder bergauf. Ja, nicht, dass der Präsident das übernimmt. Ja, das kann auch. Das glaube ich nicht, aber nein, weißt du, wenn diese Mannschaften, na, die jetzt noch ein bisschen vor uns sind, die dürfen jetzt nicht konsequent, wenn wir mal einen Punkt holen, dass sie gewinnen. Ja, das ist die, dann müssten die auch mal verlieren. Jetzt sind wir ja nur noch, glaube ich, 4 Punkte an Berlin. Ja, und ja, sechs an Relegation so. Und diese Relegation, das ist das Einzige, wo wir jetzt hingucken müssen. Und da müssen wir Gas geben. Jetzt, das sind 6 Punkte, das sind 2 Spiele. Gut, jetzt hast du natürlich auch 3 ja, Knaller wieder. Aber die anderen dürfen nicht gewinnen. Ja, deswegen sage ich ja. Ja, Bochum spielt zum Beispiel jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim, die ja auch nur 3 Punkte mehr haben als die auf dem Relegationsplatz. Hoffenheim ist zurzeit auch eine Katastrophe. Nichts Besonderes da. Ja. Ja, wir werden sehen. Wir können nur hoffen, wir können das verfolgen am Fernseher oder im Stadion. Aber also auf jeden Fall haben wir jetzt mehrere Alternativen. Ja, über einen haben wir noch nicht gesprochen, das ist natürlich dein Zuständigkeitsbereich, Michael Frey, der Polter-Ersatz quasi. Ja, da tun wir was zu sagen. Ja, was? Ich hab da nicht gesehen. Okay. Ja, also ich denke, den ein oder anderen Kopfball, ein oder andere Mal den Ball ordentlich abgeschirmt. Ne? Ja. Und ja, muss ich auch einfinden. Ja, wir warten mal ab, aber du hast jetzt ein bisschen Alternativen und das ist schon mal, wenn du da als Trainer ein bisschen was sitzen hast, wo du vielleicht doch mal den einen oder anderen reinschmeißen kannst, ist schon ein Vorteil, als wenn du hier ein, was weiß ich, jetzt aus der U21 was reinschmeißt. Also jetzt hast du schon wieder mal ein paar Profis da sitzen und ich hoffe, dass der ein oder andere auch noch gesund wird da, dass wir noch was, aber die Zeit läuft weg. Weißt du, wir sagen immer, ja, vielleicht haben wir nächste Woche. Nein, du musst gewinnen und solche Spiele wie gegen Köln musst du gewinnen. Ich meine, wir haben das ja hier gesehen, was die Ultras gesagt haben. Ja, bei der Eröffnung hier bei uns im Parkstadion oben mit der Flutlichtanlage. Ja, ihr müsst Gas geben. Wir verzeihen euch alles, aber ihr müsst kämpfen und Gas geben. Und das reden wir schon seit Monaten. Ja, und das sehen die Jungs genauso wie wir auch. Wenn du nicht Gas gibst, wenn du nicht bis zum Erbrechen kämpfst, dann hast du keine Chance. Und ich habe immer gesagt, über den Kampf kommst du vielleicht zum Spiel. Aber der Kampf muss da sein. Wenn du den Kampf nicht annimmst, dann hast du keine Chance. Ja, und das heißt ja Zweikämpfe gewinnen, egal wo. Und wenn du das nicht magst und nur eine gelbe Karte da und da überhaupt keine gelbe Karte, wenn du nicht dran bist, dann funktioniert das nicht. Das ist nicht nur jetzt so, das war früher so und in Zukunft auch. Ja. Anders geht das nicht. Ja, wenn wir da dann Köln und die kämpferische und läuferische Leistung nehmen gegen Köln, dann ist es ja ein Schritt in die richtige Richtung gewesen. Ne? Jetzt Gladbach, ich war am Samstag in Sinsheim, wo die bei Hoffenheim ihre Auswärtsallergie überwunden haben, dummerweise, und jetzt mit frischem Selbstvertrauen kommen die Gladbacher.
Da waren sie ziemlich konterstark. Zu Hause bei ihnen sieht das natürlich ein bisschen anders aus. Aber da ist auch das Umschaltspiel ihre größte Waffe. Ne? Wenn du da vor allen Dingen im Zentrum den Ball verlierst, dann geht es ruckzuck. Ja, aber auf der anderen Seite ist es so, wenn wir uns zurückziehen, was machen wir mit Terode? Die Frage muss ich stellen, weil er ist nicht kein Konterspieler. Ja, wenn du schnell umschaltest, ja, dann muss er vorne eine Spitze, die müssen sich bewegen und müssen auch steil gehen, dass sie angespielt werden können, wie die Gladbacher, die haben das gern, die haben diese Leute, das Thuram und Hofmann, egal wer das ist, aber die Leute haben wir nicht und deswegen müssen wir, meiner Meinung nach, weiter nach vorne schieben, früh attackieren und wenn lange Bälle kommen, müssen die da sein. Ja. Nicht wie die deutsche Nationalmannschaft, ja, gegen Japan, ein 60-Meter-Ball, da steht alle nur 8 Meter vom Gegner weg. Ja, wenn es so ist, dann sagen die Dankeschön. Also schade ist jetzt, dass Gladbach jetzt doch wieder mal gewonnen hat. Also das gibt auch ein bisschen Aufwind für die, weil die waren auch in so einer kleinen Krise gewesen. Und jetzt kommen wir hin. Und jetzt wollen die natürlich, die Punkte wollen sie natürlich auch haben, ist doch ganz klar. Und deswegen ist das so ein bisschen ärgerlich. Ich hätte die lieber gehabt, wenn die in Hoffenheim verloren hätten, dass sie auch ein bisschen mit Schiss in der Hose auch gegen uns, sag ich mal, gekommen wären. Und vielleicht unterschätzen sie uns jetzt. Ja, kann sein, Klaus. Ich hoffe, dass du recht hast. Also ich nehme jeden Punkt mit, jeden Punkt, den wir kriegen können, nehme ich mit. Ja, ich habe auch gesagt, gegen Hoffenheim, gegen Leipzig, redet gar nicht über einen Sieg. Wenn wir einen Punkt holen, bin ich sehr froh drüber. Aber die Punkte müssen wir mal holen. Da waren wir ein bisschen weit jetzt von entfernt, ne? Von dem ja, Punkt. Aber ja. Man hofft ja immer, dass wir gewinnen, ja? Und man hofft immer, dass wir einen Punkt holen. Ist ja nicht so, als wenn wir hier sagen, oh, verlieren wir. Sondern ich bin ja auch, wir sitzen ja am Fernseher gegen Gladbach wahrscheinlich und hoffen im Herzen, dass die Jungs Gas geben, dass wir einen Punkt mindestens holen. Dass wir mindestens wieder ein Stück rangehen und dass die anderen nicht weglaufen. Ja, ja. Gladbach für euch auch immer ein hartes Pflaster, ne? In Gladbach nicht viel geholt, wobei ich muss sagen, mein allererstes Auswärtsspiel war 1976 in Gladbach, haben wir 2-0 gewonnen. Ihr wart auch beide dabei, aber Torschützen, ne, wisst ihr noch? Nein, weiß ich nicht. Zweimal Erwin Krämers. Ehrlich? Ja. Aber Gladbach hatte damals eine andere Mannschaft gehabt, zu der Zeit, waren die ja unheimlich stark mit Netzer und so, wie sie alle hießen. Ja, heute haben wir eine gute Mannschaft, aber nicht so, dass man sagen kann, da kannst du nichts machen. Nur zuschauen geht nicht. Du musst was tun. Leibniz hat gesagt, sehr viel musst du tun. Musst wahrscheinlich über deine Verhältnisse. Du musst über die Grenzen gehen und was so. Ja, wir werden sehen. Ja, das ist mal klar. Ihr habt aber natürlich auch trotzdem gute Erlebnisse gehabt gegen Gladbach. Ne? Du hast mal das goldene Tor geschossen auf dem Weg zur Meisterschaft, haben wir damals auch gedacht, 77. Relativ kurz vor Saisonende, da sind wir ja doch leider am letzten Spieltag nur Vizemeister geworden. Ja. Und du hast auf dem Weg zum Pokalsieg, 72, einen Doppelpack in Gladbach. Kannst du dir einen Sinn? Nee. Das Hinspiel, damals war ja noch Hin- und Rückspiel. Hinspiel war 2-2, ihr habt 2-0 geführt durch deine beiden Tore und dann bei so viel Toren Lefebvre haben wir ja und die zwei Tore nie gesehen. Ja, wie soll er sich denn an alle Toren erinnern? Ich kann mich ja noch niemals an meinen wenigen erinnern. Aber. Aber sonst hat der Klaus doch alles noch parat. Oder? Der weiß auch noch, ob mit links oder mit rechts. Ab drei. Hör mal, ja, und da war nicht so viel. Nein, ja, super. Also wir hoffen, dass es im Borussia-Park was zu holen gibt für unsere Jungs und können, glaube ich, ein ganz klein bisschen zuversichtlicher sein durch die Rückkehr von Salazar und Kral. Ja. Dadurch, dass der Jens da hinten es auch richtig gut gemacht hat und stabilisiert hat. Und ja, werden wir brauchen gegen die Stindels und Hofmanns und Thürams dieser Welt. Ich bin immer der Meinung, unsere beiden Torhüter sind sicherlich gut, aber egal wer auch immer, wenn der Ball zurückgespielt wird, bitte schlag die Bälle nach vorne. Fang nicht an, hinten rum zu spielen. Also das können wir nicht. Wir sind die beiden Torhüter meiner Ansicht nach zu schwache Fußballer. Und ich kann dir nur sagen, einfach nur nach vorne pöllen. Weg damit aus dem 16er raus und fang bitte nicht an, hinten rum zu spielen.
Das ist, glaube ich, das Einzige, was ich nicht sehen möchte und auch nicht. Ja, ich glaube schon, dass der Schmoller weniger, aber unser langjähriger Torwart und Schalke-Fan Fährmann, dass er das einsieht. Auf der Linie und auch bei hohen Bällen. Ja, hat er gestern auch eine gute Figur gemacht. Finde ich auch. Souverän, sicher. Und Abi hat es gesagt, wenn es immer das Beste weg kann. Es gibt Unterschiede ja bei den Torhütern. Guter Fußballer, nicht guter Fußballer, nicht so guter Fußballer. Und dann mache ich das Einfachste. Und das ist mal, wenn der Ball weg kann, dann soll sich die vorne mal ein bisschen wehren und die Bälle da hinkommen. So. Ja, der sogenannte zweite Ball ist ja auch ein Mittel. Ne? Jawohl. Das heißt, wenn der vielleicht rausgeköpft wird und dann holst du dir den Ball zurück. Okay, ja. Super. Drücken wir den Jungs die Daumen treffen wir uns nächste Woche wieder hier und reden darüber, was ihnen gelungen ist. Vielen Dank, dass ihr auch jetzt immer noch das Feuer habt und das Engagement. Merkt man ja, wie nah euch das geht. Das ist ja unser Verein. Und unser Verein, wenn man hier aufgeht. Abi ist hier geboren, ist hier aufgewachsen, hat hier in der Jugend gespielt. Ich kam als junger Spieler hierhin, bin 52 Jahre hier in Gelsenkirchen. Schalke ist mein Verein oder unser Verein. Da zieht er mir mit und gar keine Frage. Jungs. Alles klar, Jörg. Schönes Schlusswort. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.